5 Credits. Woohoo! Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Wir haben in der letzten Folge einen Soldaten leider verloren, als wir ihn in den Krieg gezogen haben. Und haben angefangen, unsere Kirche zu bauen. Unsere erste Kirche. Und ich glaube, das war der ganze Zeit mein Fehler auch, dass wir keine Bürgerlichen erhalten. Weil ihr Bedürfnis Kirche ist. Und ich gedacht habe, ach, könnt mich doch mal alle am Arsch. Ihr kriegt keine Kirche von mir. Aber ja, vielleicht war das wirklich mein Fehler. Und wir sehen jetzt einen Fortschritt. Auch bei der Bevölkerung. Wir sind immerhin noch immer pleite. Das hat sich nicht verändert. Und zwar fucking mega heftig auch. Haben sie... Ja, jetzt kaufen sie auch Kleidung, glaube ich, oder? Jetzt müsste dann die Kleidung auch mal an den Stylist gehen. Jetzt rennt die Verkäuferin weg. Was soll das jetzt? Wir machen Wartungskosten 55, aber das holen wir locker rein. Allein mit 500 hier verkauften Einheiten diese Woche. Das ist gut. Würde ich sagen. Aber wir sind immer noch im Minus und das brutalst. Ich hoffe, dass die Kirche vielleicht uns irgendeinen Vorteil bringt. Beziehungsweise wieder... Ich habe die ganze Mission verpennt. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt das Brave gewesen. Unsere Soldaten wiederum, die kämpfen immer noch fleißig und werden trainieren sich aus. Wir haben hier großteils ausgebildet und dreimal voll ausgebildete. Was natürlich wunderschön ist. Wir haben nur eine schwere Mission, das ist halt. Verbleibende Tage zur Entsendung 20. Ich überlege, ob ich sie hinschicke. Mission anzeigen. 100% Goldschornäste. Ich würde sagen, wir schicken sie hin. Komm. Wir haben sie trainiert. Es sind top trainierte Einheiten. Marschiert! Im Namen des Volkes! Die dürfen jetzt alle aus dem Tor gleich rauslaufen und dann einer? Nee, das war ein Dörfler. Wo sind sie denn? Wo laufen sie denn hin? Eins. Ah, sammeln die sich jetzt am Platz und marschieren dann zusammen los? Da fehlt wahrscheinlich noch einer, oder? Ja, da kommt noch einer, schon. Los, marschieren sie. Da, 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 da. Wo laufen die hin? Wir machen nochmal eine Rundtour, oder was? So, ach, das werden wir jetzt lange nicht mehr sehen. Und sie marschieren los. Unsere schönen Soldaten. Wir schicken sie auf eine neue Reise. Schauen wir mal, ob sie lebend wiederkommen. Ich hoffe es auf jeden Fall, sonst haben wir schon wieder Dorfbewohner verloren. Das ist leider nicht gut für meinen Ruf, wenn ich da einen Einwohner verliere. Wie schaut es denn mit unserer Kirche aus? Was fehlt denn aktuell alles noch? Es fehlen noch viele Werkzeuge, da haben wir aber noch genügend auf Vorrat Bretter fehlen. Da könnte es jetzt eng werden, wir haben zu wenig Bretter. Interessant. Und Stein haben wir auch keinen mehr. Wir haben echt einen Steinengpass. Oha. Dann bräuchten wir einen neuen Steinmetz. In unserer Situation nicht das Beste, dass wir jetzt einen brauchen. Oder wir müssen rein theoretisch warten, bis genug Stein da ist. Oder liegt es daran, dass der Steinmetz das verarbeitet? Pausieren wir mal den Steinmetz. Und geben wir mal kurze Pause. Ich glaube, unser Steinmetz ist einfach viel zu fähig, Sachen zu machen. Ich bräuchte mal wieder echt Geld. Ich weiß nicht, wie ich am besten das alles mache. Ich glaube, hier fehlt echt dann nur noch, ja, die Werkzeuge, die haben wir aber auf Lager. Das Holz, das muss noch produziert werden. Es fehlt halt nur ein 20 fucking Stein, ne? Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Wo ist unsere Werkstatt? Die ist auch... Haben wir nicht genug Holz? Oder wie schon? Wir haben tonnenweise Holz. Warum arbeitet die denn nicht?
Na, da wo ich sage, holen sie es natürlich. Die haben nur gewartet, dass ich von hinten drauf schaue. Ich mache hier mal nochmal einen Steinbruch. Der kostet aber 25 Gold. Ich habe das gerade nicht alle so auf Lager, die 25 Gold. Das ist echt schrecklich. Da und am Limit zu leben, ey, das geht mir schon tierisch auf den Sack. Straßenschild. Wo sehe ich denn eigentlich genau, was jetzt alles ist? Frisch, schauen wir mal. Anzeige Beliebtheit, Produktivität. Ja, das ist schon alles ganz happy eigentlich. Fruchtbarkeit. Das ist halt negativ. Und Eisenerz, ja, das sind halt die Punkte wie jetzt hier, oder? Das ist Eisenerz. Meine Soldaten wurden schon wieder besiegt. Was? Eure Soldaten sind von der Mission... sie kommen zurück. Einer. Oh mein Gott, ich habe genau einen zurückbekommen. Grenzen des Territoriums an- und ausschalten, okay. Arbeitsplatzliste. Turm wurden null zugewiesen. Hm? Ach so. Wird um die Audienz gebeten. König, 30 Bären liefern. Kriegen wir hin? Liefert 20 Bären. Lieferung nicht möglich. Benötigt waren im Lagerhaus. Warum sind die Waren nicht im Wara? Jetzt haben wir. Wenn wir das jetzt versagen, ne, dann ist es schon irgendwie traurig. Es wären 200 Gold auf unserem Nacken. 28 Bären. Ich versuche mal maximalen Lagerbestand zu erreichen. Mir fehlen eigentlich nur 2 Bären. Und dann hätten wir es. Diese 2 Bären fehlen aktuell. Jetzt hat. Lieferung nicht möglich. Benötigt waren im Lagerhaus. Jetzt sind wir noch 28. Ich mach mal langsamer. Warte mal. Normale Geschwindigkeit hier. Bitte sag, dass du... Ne, liefert nichts. Wir brauchen Bären. Warum reichen mir denn die Bären nicht? Das check ich nicht. Wo bleiben sie denn? Neue Militärfunktion. Wir haben nur noch einen Soldaten. Ist vielleicht nicht jetzt das Beste, jetzt in den Krieg zu ziehen. Aber für die letzte Mission haben wir auch noch kein Geld erhalten, oder? Ist ja wieder so typisch. Wir kriegen wieder nichts davon ab, oder was? Oder wie? Oder was? Oh. Da sind 3 Sammler zugewiesen. Da sind auch 3 Sammler zugewiesen. Beiden ist 5 drin. Trägerbau arbeitet 147 Meter von daheim entfernt. Ich brauche jetzt endlich mal hier wieder Bären. Da ist 100 Stoff drin, Alter. Können wir Stoff verkaufen? Oder will das überhaupt jemand? Das ist immer die Frage. Will jemand Stoffe? Will jemand Stoffe kaufen? Nee, nur Kleidung. Wo sind denn unsere Träger? Das gibt's doch gar nicht. Hier sind 12 drin. 56 verbleibende Tage. Alter. Da, ist er auf Lager. Bären sind auf Lager. Steht doch da, hä? Ich check's nicht. 30 Bären. 39 Bären. Bin ich jetzt doof? Hä?
Es sind 39 Bären auf Lager. Akzeptiert das. Ich will endlich Gold haben und da sind genügend Bären auf Lager. Warum kann ich die nicht nehmen? Ich check's nicht. Bei Ausfall minus 2. Ey, wollte ich mich ver... Ah ja, da muss ich alles ablehnen. Lieferung nicht möglich. Waren nicht im Lagerhaus. Hallo? Jetzt ist es wahrscheinlich weg. Ja, weil der Händler ist halt rausgenommen. Aber es sind doch genügend insgesamt wahrscheinlich noch da, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Ey, die wollen mich jetzt sowas von verarschen. Es ist sicherlich so viel Bären in meinem Land unterwegs und ich darf keine verwenden. Reserved 9. Stocked 13. Kann ich den Bärenverkauf für einen kurzen Teil einstellen? Geht das? Ich sag dir kurz, du gehst auf Brot. Einfach mal so just for fun. Dann müssten wir doch eigentlich gleich voll viel auch zur Verfügung haben, oder? Okay, jetzt sind wir unter 30 aktuell. Jetzt warten, jetzt tun wir mal ein bisschen einlagern. Schauen wir, was passiert. Ich gebe das noch nicht ganz auf. Wie schaut es eigentlich mit unserer Kirche aus? Ich habe noch irgendeine Anzeige an. Warte mal. Irgendeine Anzeige habe ich noch aktiviert. Eisenerz. So. Wie viel will denn noch? Scheiß bringt 5. Die Bretter haben wir bald. Da fehlen die 5 Werkzeuge noch. Hier fehlen noch ein paar Steine. Aber ansonsten schaut es allgemein ganz gut aus, würde ich sagen, ja. Schaut echt gut aus. Vorspulen weiter, machen wir ganz flott. Wir haben jetzt 54 auf Lager. 30 stockt. Steht sogar 30 sind gelagert. Jetzt hat. Na endlich. Ey, das wollte schon sagen. Hätte ich ihn gekillt. So, der eine Brotladen, der wird jetzt wieder zum Fischladen. So. Nicht zum Fisch. Im Bärenladen. So schaut's aus. Aber wir haben wieder Geld und wir sind auf der schwarzen. Und wir verlieren es gleich wieder. Ach, warte mal. Nie. Doch, ich kann noch ein Steinmetz eigentlich bauen. Auf die Schnelle. Das wäre gleich gar nicht doof, wenn wir noch ein Steinmetz schnell hätten. Steinmetz. Nee, keine Steinmetzhütte, sondern Steinbruch. Hier. So. Wir brauchen einfach mehr Steine, ist mir aufgefallen. Wir sind immer bei 0 Steinen eigentlich. Das ist nicht gut. Absolut nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel wirklich richtig spiele. Es kann auch sein, dass ich gerade voll daran versagt, das Spiel gut zu spielen. Könnte auch daran liegen, dass ich dort im Minus bin und eigentlich ja schon pleite wäre. Aber ja, sagen wir es keinem. Dass ich fast pleite bin. Wie schaut's aus? Fehlen noch 6 Bretter. Ne, 3 Bretter, fehlen noch 5 Werkzeuge. Ja, das war's. Das sollten wir alles haben. Werkzeuge haben wir 30 auf Lager und Holz 16. Schaut gut aus. Schaut echt gut aus. Dann haben wir gleich eine Kirche. Eine lila Kirche. Ich bin erstaunt, es kauft keiner Kleidung oder kaufen dann nur bürgerliche zum Beispiel Kleidung. Ist das ein anderes Anforderungslevel? Und ich bin eigentlich zu weit für meine Bürger. Das könnte das sein, warte mal. Das könnte es echt sein, dass ich halt viel zu weit bin vom Grundstandard her. Wahrscheinlich, ich habe Fisch, ich habe Brot, pipapo. Aber ich habe nie eine Kirche gebaut. Nie, nie, nie. Bedeutet, meine... Dorf ist weiter gewachsen bis an die Grenze des Möglichen ohne Bürgerliche und hat somit den Standard für Bürgerliche schon lange erfüllt. Warum verlie... Für was zahle ich so viel? Mach die Kirche fertig, Junge. Also ist jetzt einer da und arbeitet oder ist denn... Wo ist der denn? Ja, das ist das Hauptteilgebäude. Ich weiß schon, dass das ist. Aber wo ist der? Der soll hackeln. Bring das Zeug.
Der soll das Zeug ins Dorf bringen. Wo ist er denn? Wo ist der? Fertiggestellt Steinbruch. Wie kann es sein, dass das, was ich zuerst bauen habe lassen, oder zu zweit als zweites verbauen lassen, schneller fertig ist als das, was nur noch 5 Werkzeug benötigt? So, Alter, viel mehr 1978. What? Ah, wir haben die erste Kirche gebaut. Ich habe eine Hingabe zu Gott bemerkt. Freistellung ist möglich. Ach, endlich. Neue Freischaltungen sind möglich. Zusätzliche Gebäudeteile. Das war das, was down gefehlt hat. Hups. Hoppala. Zusätzliche Gebäudeteile für Dorfkirche verfügbar. Gebäude fertiggestellt. Dorfkirche. Priest non. Ein Pfarrer zugewiesen. 0 von 1. Ton des Glockenturms. Ups. Ich glaube, wir läuten ein bisschen. Jetzt können wir Steinerweiterungen auch bauen. Große Erweiterungen. Holla. Wir müssen dann eher eine neue Kirche schon hin. Aber warum habe ich keinen Priester? Muss ich einen Pfarrer noch zuweisen? Und wenn ja, wie kriege ich einen Pfarrer? Treue Besucher, 6 von 40. Oh, unsere Kirche ist ja nicht mehr groß genug wahrscheinlich. Hupsi. Das könnte das nächste Problem werden, dass unsere Kirche viel zu klein ist. Hups. Ja, huchala, ist vielleicht ein bisschen klein geworden. Also sie sind echt brav am Besuchen. Das muss man ihnen ja lassen. Jetzt hätte ich bloß noch mehr Geld, dann wäre ich happy. Viel mehr Geld. Kann ich jetzt einen rein theoretisch zum Pfarrer machen? Geht das? Oder muss ich dafür ein Gelehrter? Steinmetz, Schreiner, Bildhauer, Sammler, blablabla. Alter, das sind voll viel. Über Schreiner, Bauer, Müller, Bäcker, Fischer. Pff. Holla, die Waldfee. Hey, wir sind beim Plus. Wie sind wir dann hinkommen? In der die Ausgaben fast so hoch sind wie die Einnahmen. Hm. Hm? Fragezeichen? Ich check's noch nicht so ganz. Jetzt haben wir fast eine Zufriedenheit von 100. Das war das Problem, die blöde Kirche. Ah. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.